Servus und herzlich willkommen zum neuen Part hier bei My Time mit Portia, mit eurem Bobas und natürlich mit der Anna. Und mein Kaffee steht auch schon bereit. Also von daher kann's losgehen. Ihr wisst ja, ich produziere ja immer vor. Das heißt, die letzten drei Parts, die habe ich quasi vor einer Woche in etwa produziert. Das heißt, ich steige immer so ein kleines bisschen neu ein, wenn ich hier anfange. Muss mich erstmal wieder zurechtfinden. Da ich aktuell, wenn ich jetzt mal hier auf meine Missionsliste schaue, nichts drin habe, gehe ich einfach mal davon aus, dass mich jetzt irgendwas erwartet, wenn ich die Tür aufmache. Schau mal halt einfach mal nach, ne, ob dem so ist. Gut, jedenfalls nochmal ein Dankeschön natürlich an Gina Melanie. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du das wirklich magst, wenn ich dich erwähne, aber du bist halt einfach eine sehr große Hilfe, was das angeht, das Game. Du gibst mir immer wieder sehr hilfreiche Tipps. Zum einen war es auf jeden Fall das mit den 500 Designs, dass der Gust das mag. Dem werde ich das dann auch in die Hand drücken, weil ich glaube, da habe ich ja jetzt noch ein Exemplar einstecken. Und ne, kommt heute gar nichts. Und mit Epona hast du gemeint, die könnte man direkt füttern. Zum Beispiel mit Weizen. Von daher probiere ich das jetzt einfach mal. Ist das Weizen? Jawohl, das ist Weizen. Ich nehme jetzt halt einfach mal, keine Ahnung, 10 Stück raus. So, zack. Und dann probieren wir das jetzt einfach mal. Ob das denn so klappt. E interagieren. Okay, streicheln kann nichts. Schauen wir mal, ich streichle auch gleich nochmal, weil dann habe ich nämlich das auch schon mal erledigt. Das dritte Mal dann heute Abend. So, zurück. Ich habe aber jetzt jedenfalls nicht irgendwie Epona. Komm mal mit. Reiten. Interagieren. Bleibt, keine Ahnung. Nee, irgendwie. Irgendwie haut es nicht hin, oder? Na gut. Wird sich vielleicht noch geben. So, ich werde jetzt auf jeden Fall das Weizen gleich wieder wegpacken. Schwupps. Und das dann natürlich auch gleich mal weg wieder. So, ich habe das 500 Designproben habe ich für Gust jetzt halt mal reserviert. Unser lieber Freund Ack wird wieder wahrscheinlich hier auftauchen. Er steht schon da und wartet. Hello, I'm learning. Da hast du mir auch irgendwas reingeschrieben. Beim Ack irgendwas von den Lerntools. Was er kann und was er noch nicht kann. Produkte sammeln, Bauernhof, Feldfrüchte, automatisches Pflanzen. Also das sind die Dinge, die er noch nicht kann. Ich werde einfach, wenn ich das nächste Mal. Oh, das nächste Mal, wenn ich. Salziger, gegrillter Katzenjaus. Warum habe ich den gemacht? Ich weiß es schon wieder nicht. Ich habe ihn jedenfalls gemacht. Vielleicht kann ich gleich nochmal einen machen. Tun wir es mal auftanken und dann tun wir den halt mal fertigen. Oh, wir können sogar 5 Stück fertigen, aber das mache ich natürlich nicht. Einen mache ich noch. Den könnte ich auch. Okay, Emily. Hi. Die Kürbisprinzessin, okay. Erstmal It's getting unterhalten. cold. The chicken are more dull. Beschenken. Ich habe jetzt halt nicht das Richtige für dich einstecken, aber du musst dich heute zufrieden geben mit Spaghetti mit scharfer Soße. Ja, wenigstens 2 Punkte, ne? So, und das andere ist wahrscheinlich wieder düngen. Do you have time to look after the pumpkin Na, princess for logisch. me? Thanks. I'm depending on you. Yep. Also Mission Start, Dünger anwenden einmal. Das machen wir. Den holen wir uns auch. Ups. Den holen wir uns gleich mal raus hier. Einmal Dünger. So, zack.
Da muss ich mal probieren, ob ich jetzt dasselbe für mich aufhebe, weil 30 Gesundheitspunkte pro Sekunde ist natürlich nicht wenig. Das würde heißen 180 Gesundheitspunkte. Allerdings bei dem, was ich an Gesundheitspunkten habe, ist das natürlich nicht so viel. Oh, Emily und Antoine. Nee, sorry, aber aktuell möchte ich nicht auf irgendein Date gehen. So, vom Rathaus. Liebe Anna, ich möchte dir hiermit mitteilen, dass wir uns dazu entschlossen haben, Portias Hafen mit der Hilfe von Herrn Musa, dem Vorsitzenden und Gründer von Musa Kapitalanlagen, zu verbessern. Ich habe Mint zum Projektmanager ernannt und A und G Bau wird dieses Projekt in die Tat umsetzen. Unser Ziel ist es, dass unser Hafen auch größere Schiffe empfangen kann. Ich kann kaum auf das Ergebnis warten. Bitte rede mit Mint. Er wird viele Aufträge für dich haben. Gail. Alles klar? Von Django. Anbei sind ein paar köstliche Meeresfrüchte von Toadie. Er hat zu viele mitgebracht, also gebe ich dir ein paar an meine Freunde ab. Ja, cool. Kugelfischsuppe. Von der Handelsgilde, das ist wahrscheinlich ja wegen der Inspektion. Tun wir natürlich auch behalten. Also, das heißt, wir haben auf jeden Fall etwas. Kann ich das da rein? Nein. Haben wir auf jeden Fall dann wieder was zu tun. So, ich lasse das mal hier unten. Das brauchen wir für Emily. Das können wir verschenken. Die kommen in die Kiste. Die kommen in die Kiste. Das da wird verkauft. So, Mission. Kürbisprinzessin, Dünger anwenden. Kein Thema. Machen wir schnell. So, schauen wir mal. Dam, dam, dam. Da haben wir die Kürbisprinzessin. Dünger anwenden. Gut. Schon haben wir wieder eine Mission erledigt. So schnell, wenn es immer ging, ne? Vielen Dank, die Prinzessin sagte mir, ich soll Hihi sagen. Hi, hi. Hihi. Wie auch immer. Ach, naja, gut. Antoine, wenn du schon da Hi. stehst und so hoffnungsvoll wartest. The winter is terrible. Dann quatschen wir halt einmal kurz miteinander. Du kriegst jetzt von mir dieses einzelne Dingsbums-Rezept hier, nur Kugelfischsuppe. Bestätigen. Naja, wenigstens einen Punkt, ne? So. Das Holzzeugs lasse ich noch drin. Ich würde sagen, wir schauen mal, ob Gust schon da ist. Machen die erst um 10 auf? Ne, die haben schon offen. So. Jetzt müsste nur noch Gust da sein. Dann wäre das hervorragend. Gibt es da auch irgendwas? A und G Bau. Was kann ich da machen? Oh! Oh! Das wusste ich ja gar nicht. Ja, auch nicht schlecht. Da kann man das ja richtig schön verzieren alles. Wow. Aha. Okay, damit werde ich mich auch mal irgendwie befassen müssen. Marmorner Blumenplatz. Das sind Tapeten, oder? Muss in einem Haus mit Level 2 eingesetzt werden, alles klar. Was? Mini-Karussell, gemütliche Möbel von einem berühmten Architekten. 17.000. Was ist das? Boden. Wow, das wusste ich ja gar nicht. Beweglicher Schrank, ein übliches Möbelstück für die Aufbewahrung von Kleidung, sehr geräumig. Sehr geräumig heißt, dass ich jetzt im Moment noch keine Kohle habe. So. Wir schauen mal in den Gust, wenn wir schon noch irgendwie sehen. Irgendwann, irgendwie. So. Im Moment gehen wir gleich mal in die Handelsgilde rein. Schauen wir mal wegen Auftrag. So, was haben wir da? Wir brauchen 4 Wandlampen, überhaupt kein Thema. Wir brauchen 3 vulkanische Ziegel. Okay, gibt genauso viel. 5 Holzbretter, das gibt recht wenig. Also würde ich sagen, machen wir die 4 Wandlampen. Heute schaue ich mal nicht da hinten auf die Tafel. Das muss ja nicht jedes Mal sein. So.
Erst einmal zu Sonja Servus Hey. sagen. Oh, ich hatte in letzter Zeit keinen Appetit. Es wäre toll, wenn ich eine Bestellung Gemüsesalat hätte. So, beschenken. Du kriegst jetzt aber nicht von mir das, sondern. Oh, das wollte ich doch eigentlich geben, der. Oh, jetzt habe ich es vergessen. Okay, du kriegst jetzt eine Schleuder. Not bad. Points for Na, das trying. ist ein Punkt, oder? Das ist doch immerhin etwas. Ich muss ja wegen des Zeug loswerden. Die Gampe könnte natürlich sein, dass die auch für den Jungen ist, mit dem Cappy. Hello. A Servus. surefire way to warm up on winter. Schauen wir mal. Rezepte. Bambuspapaya, Fleisch, Chili. Das ist alles, was wir eigentlich schon kennen, ne? Machen wir mal Chili-Pfeffer. Okay. Ja, wir bräuchten halt mehr von diesen Rezeptbüchern, aber die Rezeptbücher, die können wir halt, wenn dann, nur in den Minen finden. So, du kriegst. Hello. Was kriegst du? Ich muss einfach mal ein wenig Technology schauen, 101. dass ich mit den Beziehungen nach oben komme. Du kriegst jetzt halt eine A von denen present. da. Da bist du ja immer glücklich, wenn du da welche aus dem Verkehr ziehen kannst. Oaks könnte zum Hey. Beispiel mit der Schleuder was anfangen. Okay, ich denke aber, du willst vielleicht was zum Essen haben. Vermute ich jetzt einfach mal. Ich gebe dir mal Spaghetti. Naja, Beziehung plus 2, das ist doch immerhin was. So, dann gehen wir einmal hier hin. Da kam ja auch der Tipp. Hebt dir doch die Blumen auf bis zu irgendwelchen Festen oder Feiertagen, weil dann, das mögen nämlich alle. Und zum anderen ist natürlich so, dass es wesentlich mehr Punkte gibt während der Zeit. Hi. Hey, Rousseau. Gail took care of me when no one else did. I. Beschenken, was gebe ich dir? Die gebe ich jetzt heute auch mal, die Spaghetti. Ja, man muss sich halt ein bisschen hier durch. Aber jeder Punkt ist in Ordnung. Man kann sich My gar nicht store alles is. merken, was jetzt halt wer mag. Und jedes Mal in das Ding reinzugucken, in die Liste reinzugucken, ist natürlich auch, ja, Blödsinn eigentlich. Ich könnte dir doch mal einen Steinhocker geben. Naja, gut. Steinhocker könnte ich eigentlich jedem mal geben, ne? Beschenke ich euch erst einmal mit Steinhockern jetzt halt. Hey, Carol. Hi. Holly's always asking complicated. Beschenken, Steinhocker. Thank you. So, Hello. Mars. Servus. Stop by if you need any supply. Beschenken, du kriegst auch einen Steinhocker. Thank. So, dann quatschen wir mal mit Poli. Hi. Once. Und Steinhocker. So, jetzt gucken wir nochmal. Marktpreis 88%. Nach unten. Okay, also dann verkaufen wir das Zeug auf jeden Fall nicht, weil das wäre ein Minusgeschäft. Das sehe ich ja so auch, oder? Nee, eigentlich sehe ich das so nicht. Das sehe ich wirklich nur, wenn ich auf den Marktpreis gehe. Also wenn ich irgendwo das Ganze verkaufe. So, jetzt wenn noch die Katze irgendwo wäre, dann könnten wir ein bisschen einen Fisch loswerden oder zumindest einen. Die hat ja auch so ihre Route, die sie läuft. Na gut. Dann machen wir mal ganz kurz die Wandlampen. Wandlampe, 4 Stück brauchen wir da. So. Dann würde ich sagen, in die zum Verkaufen Kiste tun wir mal das rüber. Das andere behalte ich drin. Das ist für die Quest. So, da haben wir dann gleich das da. Dann haben wir das nämlich auch schon wieder leer. So. Könnte durchaus sein, dass ich mich dann heute mal darum kümmere, vielleicht noch die ein oder andere Maschine zu bauen. Da ist ja der Rousseau. Das sollte passen. Nur dann
Roosevelt Kollege, Beziehung zu Roosevelt hat sich geändert. Gelbe Ente habe ich bekommen. Okay, dann lass uns doch mal ein kleines Picturechen machen. Okay, wenn ihr meint, machen wir das so. Russo speichern. Alles klar, dann habe ich mit ihm auch mal eins. So. Kann ich das Surfbrett eigentlich auch ausstellen? Ne, es wird nicht angezeigt. Das müsste immer hier drunter stehen. Also ansonsten habe ich das halt mal zum Verschenken. Okay, und wir sollen jetzt quatschen mit... Wer war's? Niemand? Warte mal, wir schauen mal auf die Karte. Da war's Fischeintopf. Muss ich zum Hafen hin? Du. Auf jeden Fall müssen wir mal hoch zum Doc, dessen Geburtstag ich ja gestern vergessen habe, also im letzten Part. Ich sag nur deswegen gestern, weil es ja im Grunde vom Tag her gestern war. So, aber es macht nichts. Ich möchte jetzt einfach nur ein bisschen Zeug kaufen hier. Heilzeugs. Genau das hier bestätigen. Damit habe ich das dann nämlich gleich wieder fürs nächste Mal hier mit drin. Die könnten wir 120, mein zu 300 ist natürlich, aber trotzdem, ich werde alle kaufen. Weil wenn es doch in irgendeine Mine geht, zum Kampf kommt, dann hätte ich wenigstens da so ein paar Notdinger. Hey Phyllis. Hey. You gotta get up and go to work. So, beschenken. Ich guck mal. Hier, du kriegst auch Fleischbällchen. Beziehung plus 2. Dr. Xu. Hi. Sorry, ich habe deinen Geburtstag gestern vergessen. Du kriegst auch hier. Gut. Naja, aber sie sagen schon mal nicht, nö, danke. Das ist ja auch schon mal was, ne? So. Lasst uns mal zu Gale gucken. Mal gucken, was er spricht. Ob er was spricht. Sorry, ich hab... nee. Sorry, ich hab... Ich hoffe, ich kann unter meine Füße gedeihen und klar. Beschenken. Sorry, ich habe jetzt dein Teetischchen nicht dabei. Ja, okay, das nächste Mal könnte ich was Besseres aussuchen. Alles klar. Na gut, dann würde ich sagen, das mache ich, möchte ich jetzt nämlich auch machen. Das ist mir gerade vorhin so eingefallen, dass wir daran ja noch gar nicht gearbeitet haben. Und zwar an unserem eigenen Grundstück. Das sollte man nämlich auch mal... Ups. Achso, ich dachte jetzt, da steht ein Schneemann. Ah, Moment. Ich muss meine Pflanzen düngen. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Geh raus. Wie ist denn der Status? Oje, oje. Dringend. So, wie ist der Status hier? Jawohl, können wir auch auf jeden Fall düngen. Sogar zweimal. Die hat noch 3 Tage, das sind die Dünger in Ordnung. Passt. Schauen wir mal noch zu den oberen. Da können wir auch auf jeden Fall, jawohl. Noch 4 Tage. Da haben wir noch 7 Tage. Da haben wir noch 2. Und der läuft heute wann ab? In 30 Minuten. Naja, super.
Das ist doch cool. So, raus mit dir. So, es gibt ja so einiges. Ich könnte natürlich die Pflanzen auch alle da hinten hinstellen. Allerdings dachte ich mir, warum? Ich könnte sie vielleicht da herstellen, in die Ecke. Das wäre noch eine Möglichkeit. Anstatt dass sie da oben auf der Terrasse stehen, weil das Haus würde ich gerne da vorne lassen, wo es jetzt halt ist. Da steht es eigentlich ganz gut, würde ich jetzt mal sagen. Sorry, Epona. Wir könnten noch mal ganz kurz interagieren. Noch mal das letzte Streicheln nutzen. Zurück. Und dann schicken wir dich nach Hause, würde ich sagen. Interagieren. Zurück nach Hause, weil dann stellst du dich nämlich in deinen Stall rein. Da steht eben füttern. Muss ich hier füttern? Nee, das kann nicht sein. Also wenn ich sie hier füttern muss mit Weizen, dann hätte ich Weizen hier drin. Ich mache jetzt mal so. Kopfsalat. Nehmen wir mal noch Aroma-Apfel. Nehmen wir mal noch einen Honig. Okay. Stall. Nee, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ne? Na gut. Jedenfalls möchte ich da hinten meinen Fuhrpark etwas erweitern. Sprich, ich möchte so die ein oder andere größere Maschine bauen. So, die habe ich ja alles schon hier geblättert. Von daher blätter ich jetzt mal recht weit hinter. Das sind ja dann diese industriellen Sachen. Heißluftballon, das müsste eigentlich dann schon gewesen sein. Genau, Förderband. So. Und zwar Dach mit Schornstein. Aufladestation. Eine Aufladestation. Das ist aber eher für eine Quest. Das brauchen wir nicht. So, den Bohrer brauchen wir auch nicht. Man könnte sich eine Sandblockade herstellen zur Dekoration. Die haben wir schon stehen, die industrielle. Das könnten wir natürlich noch bauen für das Museum. Die Schmiede haben wir. Unnützerweise, weil da weiß ich immer noch nicht, wie das funktioniert. So, feuerbetriebener Generator. Ist die Frage, für was können wir den brauchen? Kann es sein, dass der Strom erzeugt? Aber ob das jetzt halt für uns was nutzt, ist die Frage, ne? Recyclingmaschine, ich glaube, die könnte ich herstellen, ne? Wir haben industrielle Motoren, wir haben erhärteten Lehm. Wir haben Stahlplatten. Okay, 5 Stahlplatten, 10 Lehm, 4 Motoren. Zehn erhärteten Lehm, wo seid ihr? Nee, das sind Erze. Zeolith. Da ist er auch nicht. Da. So, 10 mal. Und waren es 3 oder 4? Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Ich mache mal 4. Sehen wir gleich. Yep, 4 Stück. Das interessiert mich nämlich einfach. So, Recyclingmaschine, ein besonderer Gegenstand. So, für was ist diese Recyclingmaschine gut?
Wenn es dazu dienen sollte. Gegenstand recyceln. Wenn es dazu dienen sollte, zum Beispiel diese Dinger hier zu recyceln. Schauen wir mal. Oh, Moment, ich muss das im Inventar ablegen. Gegenstand recyceln. Steinofen dauert 15 Minuten. Wir bekommen keinen Stein. Wir bekommen 5 Holz raus. Okay, also wir können tatsächlich die Sachen hier recyceln. Dann würde ich ja allerdings sagen, wir lassen, da wir sehr viel noch davon... Also wir haben... Ach nee, wir haben gar kein Holz mehr drin. Na dann. Dann nehmen wir das und recyceln wir das. Irgendwie ist das jetzt... Ach so, ich habe zweimal R gedrückt, ne? Deswegen. Und durch das, dass ich ja das Ding aufgenommen habe. Ah, und es dauert eine Viertelstunde. Alles klar. So, hier haben wir auch nichts mehr drin. Das heißt, wir nehmen das. Und wenn wir es ins Inventar tun, dann kriegen wir quasi die 20 Holz daraus. Das ist doch cool. So, nehmen. Ins Inventar. Und wir können die zwei auch noch recyceln. Gegenstände einsammeln. 5-mal Holz. 2-mal bestätigen. Weg damit. Dann haben wir die Dinger nämlich schon mal weg. So, dann würde ich sagen, wir tun mal stellen wir irgendwie naja, tun wir erst einmal die Maschinen hier. Komm, nimm sie. Also gerade die Stoffmaschinen, die tun wir jetzt halt mal hier nebeneinander hinstellen. So, also Recyclingmaschine haben wir jetzt halt. Wäre eigentlich egal, sag ich jetzt mal, wo die steht. Das ist die Schleifmaschine. Die brauchen wir auf jeden Fall noch. Na komm. So. Was können wir noch? Das sind ja die großen industriellen Öfen und die laufen eigentlich immer am besten. Fertigen 6, okay. Die brauchen halt nur immer Energie. So, was könnten wir dann machen? Den Allesschneider haben wir doch auch schon, oder? Ne, weil das ist der Allesschleifer. Aber den Allesschneider haben wir noch nicht. Den haben wir noch nicht. Das hier ist ja elektrischer Hochofen. Stimmt, das war der. Der braucht diese Energiesteine. Oh, was machen wir denn da? Wir könnten Edelalu noch herstellen. Das wäre doch was. Machen wir mal 12 Stück. Das braucht ja eh eine Zeit lang. Den Tag 6 Stunden, alles klar. Lass mal laufen. Wir könnten zum Beispiel noch einen zweiten davon bauen, oder? Noch so einen zweiten elektrischen Hochofen. Ja, obwohl, der stellt halt nur die drei Sachen her, ne? Alles Schleife, mit dem kann man schon einiges mehr machen. Aber halt auch nicht das, was die normale Schleifmaschine kann. Die kann, glaube ich, die Kugeln machen. Aluminium dreht. Doch, die kann ein bisschen mehr, oder? Nee, nicht wirklich. Also die eine macht die Kugeln, die macht zumindest die Aluminiumdrähte und sowas. Ach nee, das macht die andere ja auch, ne? Stahlkabel macht die. Okay. Ist jetzt einfach mal entschlossen. Wir produzieren den Allesschneider. Dazu brauchen wir allerdings einen industriellen Ofen. So, industrieller Ofen ist... Da. Da war er doch. Den hier. So. 5 Marmordielen, 5 Stahlplatten. Also die Stahlplatten müssen wir fertigen.
Nee, das glaube ich war nicht da. Eisenholzdielen. Da, Stahlplatten. Was machen wir denn da? Würde ich jetzt mal sagen, 14 Stück. Naja, gut, es braucht halt einen Tag, ne? Das ist gut. Genau. Was braucht man noch, außer den Marmordielen? Den industriellen Kern. Den müssten wir, glaube ich, hier herstellen können. Ja. Zweimal. Dann legen wir den gleich einmal hier ab. Die Marmorplatten könnten wir da ablegen. 5 Stück haben wir gesagt. Ich bin in die falsche Richtung gegangen. Baustation. So, die da noch rüber. Das kommt ja dann alles. Oh, warte mal, da war ich doch gerade. Das kann ich doch gleich wegpacken hier. Wenn wir schon da haben, ne? So, dann tun wir das da rein. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch die Holzkiste. So, zack und zack, dann haben wir das auch gleich raus. Gut, also die Stahlplatten müssen noch produziert werden. Ansonsten industriellen Kern haben wir. Wir haben die 5 Marmordielen. Wir brauchen eigentlich nur noch die 5 Stahlplatten. Da haben wir jetzt nur eine drin, aber es macht nichts. Wir lassen ja das hier durchlaufen. So, von der Zeit her. Wir sind bei 32 Minuten. Wir haben 16.10 Uhr. Ich würde sagen, an der Stelle beende ich jetzt den Part. Begebe mich nochmal in die Mine. So ein bisschen ne, hier mit der Pickhacke. Bisschen Erz abbauen und sowas, bevor das Ganze verfällt. Weil wir haben noch, wie lang? Also noch 2 Tage, die verlassenen Wüstenruinen läuft gleich ab. Da werde ich mich einfach nur ein bisschen umschauen, ob ich da nicht noch irgendwas finde. So, sollte dem der Fall sein, dass ich irgendwas Interessantes finde, dann lasse ich das euch natürlich wissen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit zuschaut. Macht's gut, habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, wie auch immer. Ciao, ciao.